Ja, und willkommen zurück zum 38. Part von Legions of Honor, dem Add-on zu Dungeon Siege 1. Wir sind auf der Suche nach Nosihom. Ja, hier haben wir zwei Türen, eine in diese Richtung und die andere geht hier nach vorne. Wenn ich die Karte anschaue, könnte es vielleicht möglich sein, dass es in eine Sachgasse reinführt, bin aber hier nicht so sicher. Das scheint mir eine Haupttüre zu sein, deshalb gehen wir zuerst in diese Richtung. Hier und Optionen, Spiel, Schwierigkeitsgrad schwer, nach wie vor. Und es geht los. Ich schalte das Mikro wieder aus und bis später. Ja, das kommt mir bekannt vor. Wer Diablo 1 mal gespielt hat, da gab es doch auch mal so eine Stimme. Ja, ja, okay, lassen wir das. Es geht in diese Richtung. Das Böse ist überall. Natürlich. Ja. Ja. Verlasst euch auf mich. Jawohl. Schon dabei. Thank you.
Der Feind ist nah. Da ist mir zumute. Keine Sorge. Ja! Wenn es sein muss.
Hier und das hier scheint die Tür zu Nasihon zu sein. Auf jeden Fall ist es eine große Tür. Aber wir haben hier noch zwei kleine. Ich werde euch gut beschützen. Gehen wir zuerst mal in diese Richtung. Was gibt's? Ich werde es versuchen. Ein guter Gedanke. Einfach. Verrufen. Sofort. Ja. Keine Sorge. Ein guter Gedanke. Ja, das ist so ein Dilemma hier. Einerseits hat er Mige nach wie vor Aoks Leder, also das gesamte Set, und kommt somit auf eine Rüstungsklasse von 170. Wenn sie jedoch diesen Tierpanzer anzieht, kommt sie auf eine Rüstungsklasse von 216, das Doppelte. Wie mache ich das jetzt? Mach das, glaube ich, so. Ich nehme mal diese Rüstung für Migen mit. Es könnte ja sein, dass ich noch eine gute Armbrust finde für sie. Und dann verwerfe ich dann die Rüstung Aoks Leder.
Ja. Ja. Dann fällt 5 Gesundheit pro Treffer hinzu. Das ging auch noch. Naja, das muss ich mal dann anschauen, genau an. Das können wir nicht gebrauchen. Das auch nicht. Auch nicht. Verkaufen und hier und hier. Was war das? 52? Nee. 12. Das sind bei mir alle besser. 6, 8, 14 und 12. Und schauen hier. 150, 150. Da ist etwas besser. Gesundheitspunkte und so weiter. Das sind 12. 14. Nee. Und du? 5 und 11 macht 16. Nee, auch nicht so. Und verwandeln. Wo ist das wieder hier? Hier. Das ist gut. Moment, das ist zu nah. Hier. Und jetzt wieder Mucosa und 2 Skorpion. Und es geht weiter. Sofort. Hier bin ich. Einfall. Schon zu lange unten. Ein guter Gedanke.
hier ruhen die Helden von Arhok. Felien, verteidigt von Arhok, gefallen bei der Verteidigung der Festung. Und hier Orin, verteidigt Arhoks, gefallen bei der Verteidigung der Festung. Hier können wir nichts handeln, nichts machen. Okay. Und hier noch. Ja. Der Hinweis auf diese zwei. Das sind, glaube ich, die Eltern oder sollten die Eltern sein meines Hauptcharakters. So wie ich das verstehe. Ah ja. Dieser Sieg gebührt uns. Ein guter Gedanke. Okay, und hier oben, was war da oben noch? Von hier sind wir gekommen. Das war die andere, die Sackgasse vor. Bei Beginn dieser Aufzeichnung. Geht klar. Geht klar. Was heißt das? Ninas Handelshaus. Ist da ein Händler hier? Das wäre auch nicht schlecht. Könnte ich mir ein paar Mana-Tränke wieder einkaufen oder Verjährungstränke? Und was war da drüben? Ich werde es tun. Ja. Sofort. Hier geht's weiter. Okay, dann sammeln wir mal auf hier. Hier gibt's nichts mehr. Ninas Handels. Ja. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Ja. Moment, ich habe noch ein Buch erhalten, glaube ich. Oder eine Schrift hier. Der Untergang der Verteidiger von Arhok. In diesen beiden Sarkophagen befinden sich die sterblichen Überreste der Verteidiger von Arhok. Diese beiden edlen Seelen kamen von weit her, um die Bedrohung durch die Horden der Zawaska und ihren gnadenlosen König zu bannen. Nach schier endlosen Kämpfen, als alles schon verloren schien, wendete sich das Blatt. Die beiden Verteidiger drangen in den Innenhof vor und kämpften so lange, bis sie dem König der Zawaska gegenüberstanden, dem schrecklichen Nosihom. Die Erzhüterin Felin erschlug die Zawaska zu Dutzenden, bevor sie von der Lanze des echten Herrschers durchbohrt wurde. Und als ihr geliebter Gatte, der Erzmagus Orin, ihr zu Hilfe eilen wollte, wurde er vom blutigen Streitkolben des Zawaska-Königs niedergestreckt. Doch das Heer der Zawaska war aufgerieben worden, geschlagen und zurückgeworfen. Unsere Festung wurde durch die Stärke und Ehre dieser beiden gerettet, die sich die Verteidiger von Arhok nannten.
Ja. Kann ich da irgendjemand wieder wecken? Glaube nicht. Nee, es gibt da nichts. Ja, Versuch ist Versuch. Man muss alles ausprobieren im Spiel. Wie gesagt, dann gehen wir zum Händler. Feinde? Nee. Dann schalte ich's mich wieder aus. Bis nachher. Wie ihr wünscht. Sofort. Ich kann trotz meiner Größe leise sein. Voran! Ich werde es versuchen. Natürlich. Wenn es sein muss.
Dieser Ort ist verrufen. Das ist ein Goblin-Händler. Ninier, Niner, oder wie spricht man das bloß aus? Scheint friedlich zu sein. Dann werden wir mit ihm handeln. Ich werde euch gut beschützen. Seid gegrüßt! Willkommen in Ninas Bazar und Handelshaus! Hier gibt's Waffen und Ausrüstung aller Art für den wagemutigsten und gefährlichsten Abenteurer oder Söldner von ganz Arana. Ah, ihr seht aus, als verfolgt ihr ein bestimmtes Ziel. Ihr sucht den Shadow Jumper, oder? Ich kann euch sagen, wo sich diese Bestie herumtreibt. Die ingenierten Kreaturen zahlen bei mir mit Muscheln und anderem Kleinkram. Der Shadow Jumper entkam durch einen Dislokator in den Feuerhöhlen unterhalb der Festung. Es mag scheinen, als könnte man ihm leicht folgen, doch er ließ Wachen zurück. Gewaltige Bestien aus Kristall, schreckliche Ungeheuer. Möchtet ihr vielleicht etwas eintauschen, bevor ihr euch auf den Weg macht? Angesichts dessen, was vor euch liegt, muss ich allerdings auf Bezahlung in barer Münze bestehen.
Ja, ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist hier in diesem Spiel. Level 51, Kampfzauber Level 51, das erreicht doch bei mir niemand. Dieser Kampfzauber 27. Das ist beinahe doppelt so viel. Und wir sind jetzt bald fertig mit dem Spiel. Das Spiel geht ja langsam zu Ende, dem Ende entgegen. Ist hier wirklich nicht mehr viel hier. Ist nur noch dieser Flecken hier. Ah ja. Vielleicht wäre das erreichbar im Mehrspielermodus. Ich weiß nicht, wenn jemand alleine geht oder so und Verbündete bei sich hat. Also ja, in andere Spieler, die ihn begleiten. Also nicht NPCs, so wie ich sie habe, sondern ja, wirkliche Spieler. Vielleicht klappt es so, dass sie so weit aufsteigen, aber bei mir wird das ganz bestimmt niemand erreichen. Und ich habe hier noch eine 8er-Gruppe, dann wird es noch schwieriger. Je mehr Mitglieder eine Gruppe hat, desto langsamer steigt die Gruppe auf. Je weniger Mitglieder eine Gruppe hat, desto schneller steigt der Einzelne oder die einzelnen Mitglieder auf. Aber ich beklage mich ja nicht, das ist einfach eine Tatsache hier. Kristallwächter zerstört die vier Kristallwächter. Aha. Das wird nach diesem Nosirom sein. Noch kurz. Seid gegrüßt! Ja. Und nochmal sauber anschauen, was gibt's da? Flash Render beschwören. Nee, können wir alles nicht brauchen. Wiederherstellung. Das wäre was, ja. Das hast du noch nicht durch. Kampfesheilung oder sowas. Eisgeschoss. Nee. 30 bis 37. Moment, wie viel hast du mit dem hier? 66 bis... Na, 66. Seid gegrüßt. Dann brauche ich diesen Zauber sicher nicht. Wo sind wir hier? Ummodeln, verwandelt Gesundheitszeug auf der Boden in einem gewissen Umkreis, sondern die Mana-Tank und Mana-Tank Gesundheit. Ne, brauche ich auch nicht. Blitz, das haben wir alle bereits, aber es können noch nicht alle anwenden. Sephiriel, das ist ganz, die sind recht gut, die sind wirklich gut. Auch der Finsterheit Sephiriel, allerdings sind die, greifen die aus der Ferne an. Mit magische Angriffe. Ich werde jedoch lieber Nahkämpfer beschwören, also wie zum Beispiel Mampfer oder den Skorpion oder so, wie ich es jetzt im Moment habe. Also hier gibt es nicht. Finsterling ist auch, greift auch aus der Ferne an. Den will ich auch nicht. Hier gibt es also nichts. Was könnten wir als Rüstung hier so machen? 129, das ist auch 129. Das ist aber noch 8 Rüstungspunkte. Ja, ich habe hier genug Geld. Das möchte ich noch kurz ausprobieren. Moment mal. Wenn du den wegnimmst, nee, der ist so gut. Oder das könnte ich dem unten geben, das könnte ich ihm geben. Archer, Kral, mal schauen hier, was passiert, ob ich hier... Stärkepunkt. Wieso kann ich den? Wieso läuft? 24. Ah, jetzt so. Also du hast Rüstung 289 so, und wenn ich das so mache.
mal bei dir probieren. 10 Rüstungspunkte. Jetzt kannst du alles nicht gebrauchen. Oje. Dafür dieses Schwert ist allerdings nicht überzeugend. Du hast 10 plus 11, das ist 14 plus 1 Stärkepunkt. Nee, dann verkaufe ich das. Ja, das verkaufen wir auch, definitiv. Ja, ich nehme es mal mit. Vielleicht überlege ich es mir ja nochmal. So, jetzt haben wir uns hier lange aufgehalten.
Das ist immer so, wenn ich das erste Mal einen Händler treffe, zuerst mal schauen, was gibt's, aber er hat nichts wirklich Interessantes. Also, hier haben wir, glaube ich, alles. Ja, das ist alles aufgedeckt. Dann gehen wir mal zurück. Mal schauen. Hier ist nichts mehr. Nee. Sofort. Da drüben geht ja noch eine Türe weiter. Ich weiß noch nicht genau, wohin die führt, aber ich habe da noch einen anderen Eingang gesehen. Du bist der Boss. Hier geht's, denke ich, zu Nosirum. Keine Sorge. Dann nehmen wir mal diese Türe noch. So. Dazu schalte ich das Mikro wieder aus und, naja, ihr seht ihr, wie ich mich vorbereite. Muss ich nicht mehr kommentieren. Bis nachher wieder. Geht klar. Ich werde es tun. Wird erledigt. Auf in den Kampf! Ein guter Gedanke. Ja? Auf geht's! Schon dabei! Thank you.
Wir müssen Acht geben. Verlasst euch auf mich. Wie ihr wünscht. Lasst euch auf mich. Selbstverständlich. Haltet ihr das wirklich für klug? Haltet ihr das wirklich für klug? Immer in Bewegung bleiben. Dieser Sieg gebührt uns. Ich kann trotz meiner Größe leisten. Haltet ihr das wirklich für klug? Natürlich. Ein guter Gedanke. Aber natürlich. Ein guter Gedanke.
Haltet ihr das wirklich für klug? Keine Sorge. Natürlich. Haltet ihr das wirklich für klug? Jawohl. So, und hier werde ich die Aufnahme beenden. Moment, habe ich bereit. Übersehen. Geht klar. Also, das war Video 38. Ende Video 38. Wir noch zwei Türen, diese und irgendwo da vorne gab es doch noch die große Tür, bei der ich dachte, dass sie zu Nosirom führen wird. Hier weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht muss ich dann, da gibt es was aufzuschlagen auf der anderen Seite. Ja, vielleicht sind da noch mehr Gefängnisse, aber das sehen wir ja das nächste Mal. Okay. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.